Spiel geht los! Sein Name ist Karl-Heinz Schneider. Er ist ein begnadeter Stürmer, der sich viele Torchancen selbst herausarbeitet. Er könnte bald für die Nationalmannschaft spielen. Entschuldigung, wissen Sie, wo mein Auto steht? Ich will ein sauberes Spiel sehen. Fair Play, Jungs. Anstoß ist! I am dangerous, dangerous. Ich glaube, Sie sind nicht richtig für uns. Ja, ganz sicher bin ich richtig. Und das soweit kriegen Sie auf jeden Fall einmal. Den kann nur ich verteilen, ich bin der Schiri. Grüße, wo ist denn das Schiedsgericht? B163, die Stufe rauf ganz nach hinten, um mit dir aufzugehen, im ersten Schritt. Die Nachspielzeit ist vorbei und Sie essen immer noch. Gingen Sie jetzt vom Platz, gell? Grüße. Ist gut. Ja, ich wollte ein bisschen üben für die WM. Ich bin der Schiedsrichter, der österreichische Beitrag dieses Jahr, und wollte ein bisschen üben. Da haben wir gedacht, ich gehe mal ins Schiedsgericht, ein bisschen pfeifen. Verschärft, oder? Nein. Wieso? Weil wir mit dem Vorteil in Halle zu tun haben. Grüß Gott, ich wollte Ihnen... Nein, das ist ein Büro. Foul, den versteckten Ellbogen beim letzten Wahlkampf auf Facebook habe ich genau gesehen. Dafür kriegen Sie rot. Für die nächste Legislaturperiode sind Sie gesperrt. Ja. Wiederschauen. Super Fußball, Also keine Praktikanten, Männer brauchen eine juristische Vorbildung. Das ist kein Problem, ich bin Schiedsrichter schon. Unsere Schiedsrichter sind jetzt schon juristisch. Ja, ich auch. Ich bin schon fertiger, ausgebildeter Schiedsrichter. Ja, aber Sie sind ja sportlicher Hinsicht. Wir haben ja Juristen. Also, da geht's ja nicht um Fußballspieler. Fake News. Gelb. Sie haben mich leider nicht gebraucht. Jetzt wäre ich wahrscheinlich bei der WM für den Putin pfeifen. Der zahlt wenigstens besser. Ja. Handspiel, Gegner bekommt den Ball. Amtsanmaßung. Okay. Auf die haben wir gewartet. Das ist mein Auto. Das bleibt. Nein, das ist mein Auto. Da habe ich geparkt. Ja, da nicht. Da habe ich geparkt, das ist mein Auto. Das ist da habe ich mich hingestellt, doch. Da habe ich geparkt. Da habe ich geparkt. Wo wollen Sie? Ja, ich, nur in mein Auto. Das ist nicht, das da habe ich geparkt. Das ist mein Auto. Wieso behauptet der Herr, dass das Ihr. Nein, das ist mein Auto. Das ist mein Auto. Nein, der sitzt da drinnen, kommen Sie auf. Das ist mein Auto. Ja, nein, ist nicht. Schau, das ist ein. Vater, jetzt ist mein Auto weg. Was fahren Sie für Auto? Ich fahre einen Golf. Ah, das war Kia. Also das ist ganz eindeutig nicht die Auto. Alles da, da, da. Foul. Foul. Obst. Foul. Warum pfeifen Sie da? Wieso pfeifen Sie? Weil es ist ein Foul. Ja, na und? Ja. Das ist eine Stücke. Doch, wir sind hier am Feld. Das ist ein Karte, eine Stücke. Wir wollten das Gehirn. Lassen Sie das bitte. Können Sie weitergehen? Da war ein Foul. Na und? Ja, ich bin der Spielleiter. Ja, ich bin der Spielleiter, also bitte. Ja, mischen Sie sich nicht ein, ich bin Spielleiter. Sie wissen eh, man darf nicht jedes Foul pfeifen. Ist der Spielfluss gleich dahin. Jede kleine Korruption und so. Interessiert eh keiner. Ist in Ordnung. Sie könnten sich bitte auch bitte auf die andere Straßenseite begeben. Dankeschön. Passt. Ich wollte Sie nur informieren. Was ist nur los in diesem Land? Alle gehen arbeiten. Faul. Hier kann man gar keine 12 Stunden arbeiten. Sie haben ja gar nicht so lange offen. Es gibt Rot. Ich muss mit dem Betriebsrat sprechen. Das Geschäft kann uns zusperren.
Ich schreie nicht. Das Geschäft hat gar keine 12 Stunden offen. Die neuen Spielregeln besagen, dass man mindestens 12 Stunden arbeiten können muss. Entschuldigung, wissen Sie vielleicht, wo mein Auto steht? Ich habe gerade einen Arm zusammen. Unsere Verteidiger dürfen diesen Spieler nicht eine Sekunde aus den Augen lassen. Wissen Sie es nicht? Ich kenne Sie von YouTube, oder? Bin? Wieso? Ja, ich muss das durchsetzen. Ich bin der Schiedsrichter. Ich setze die neuen Regeln durch. Da, ganz sicher bin ich richtig. Bitte machen Sie auf, ich verstehe Sie auch ganz schlecht. Grüß Gott. Bitte sehr, können Sie mir das jetzt ganz genau erklären? Ich bin der ehrenwerte Richter Dr. Karl Stör. Und ich pfeife ja für euch, also für Deutschland, bei der WM und ich gehe das Schmiergeld abholen. Ich komme nur meine Gage holen. Haben Sie das mit irgendwem besprochen? Ja, natürlich. Wem? Ja, mit dem Botschafter. Mit dem Botschafter? Okay. Und wir wissen davon gar nichts und der Botschafter ist auch nicht im Haus. Die haben einen Außentermin. Bei meiner Kollegin ist jetzt im Haus vorangegangen und das wird nicht stimmt, wie man da jetzt vorgeht. Deswegen kann ich Sie da jetzt auch nicht reinlassen, was ich jetzt will. Naja, wie lange wird es denn dauern? Natürlich stimmt das, ich bin ehrenwerter Richter. Auf mein Wort können Sie sich verlassen, ich pfeife schließlich für Sie. Ja. Ah, da ist er. Grüß Sie. Ja, na, ich bin der ehrenwerte Herr Richter Dr. Karl Stör. Und ich pfeife für Sie bei der WM und ich wollte nur das Spiel. Also ich habe jetzt mit unserem obersten Chef gesprochen, es tut mir leid. Also. Naja, aber ich pfeife schließlich für Sie bei der WM, also sonst werden Sie verlieren. Ja. Im Zweifel. Ich glaube, das wollen Sie nicht riskieren, also bitte sorgen Sie dafür, dass ich mein Geld bekomme. Aha, okay. Also ich kann Ihnen die Polizei rufen, wenn Sie möchten. Das habe ich ja das okay von unserem Chef. Ja. Ich dachte, ich rede schon mit dem Chef. Chef, jetzt versteckt sich der Chef, dabei soll er mir ja das Geld geben. Na, das ist typisch. Das ist wieder klar. Wenn man kassieren geht, verstecken sie sich wieder hinter irgendwelchen Türen. Enttäuschend. Also, ich bitte Sie. Ja, ich bitte Sie. Dann verlieren hat man Deutschland, dann kann man nichts machen. Ich bitte Sie, dass Sie gehen. Ja, das ist Ihre Verantwortung. Ja, das ist meine Verantwortung. Gut? Na gut. Gut. Sie werden mit den Konsequenzen leben müssen. Germany are going home from this World Cup. Ah. Den alten Diesel, der kenne ich von der Weiden, Franz. Servus. Ja? Wenn du mit zum Stadion fährst. Ja? Zum Stadion. Stadion? Franz, ich höre so schlecht. Ja? Fahren wir zum Stadion. Ja? Das Match schauen. Entschuldigung, wisst ihr vielleicht, wo mein Auto steht? Ich weiß aber, wo dein YouTube-Kanal ist. Nice. Okay, servus. Passt, servus. Passt, mach's gut. Bis dann, servus.